بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, wir machen heute weiter mit der Sira und heute mit zwei sehr tragischen Ereignissen. Wir sind ja immer noch bei den Ereignissen nach der Schlacht von Uhud. Und wir beschäftigen uns immer noch mit den Nachwehen der Schlacht von Uhud. Wir wissen, die Schlacht von Uhud ist für die Muslime eine Niederlage gewesen. Und das hat dazu geführt, dass viele arabische Stämme eine Chance gesehen haben, jetzt die Muslime in ihrer Schwäche und nach ihrer Niederlage anzugreifen. Einmal, weil man sich sagte, okay, leichte Beute. Andererseits, um vielleicht auch damit ein wenig Geld zu machen, indem man nämlich einige der Muslime gefangen nimmt, die wiederum in der Schlacht von Badr oder in der Schlacht von Uhud Mushrikin aus Mekka getötet haben, um somit Lösegeld zu bekommen, oder auch wirklich nur aus Rache oder Hass gegen den Islam. Und wir hatten letztes Mal schon über zwei Dinge gesprochen gehabt, nämlich einmal über den Militärzug von Abu Salama gegen die Banu Asad, welche sich versammelt hatten, um Medina anzugreifen, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen zuvorgekommen ist, indem er nämlich Abu Salama mit 150 Männern zu den Banu Asad schickte und sie, die Banu Asad, überraschten und somit dann diesen Kriegszug oder diesen Feldzug gegen Medina in seinen Keim zu ersticken. Und dann haben wir ebenfalls über die Liquidierung und die Ermordung von Khalid ibn Sufyan al-Hudhari gesprochen gehabt, der in der Nähe von Arafat ebenfalls versucht hat, Leute zu versammeln, um dann gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina zu schreiten und zu marschieren, woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie wir sehr ausführlich beschrieben haben, den edlen Sahabi Abdullah ibn Unais zu ihm geschickt hat, der ihn daraufhin getötet hat. Und jetzt soll es noch weitergehen. Dabei blieb es nicht. Sondern jetzt kamen die eigentlichen Tragödien. Regelrechte Katastrophen für die Muslime. Es war ein herber Schlag für die Muslime gewesen. Ein so herber Schlag, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen ganzen Monattag, 30 Tage lang im Fajr-Gebet Qunut gemacht hat. Was ist Qunut? Qunut heißt ein Bittgebet im Gebet gegen die Stämme, welche sich an dieser Tragödie beteiligt haben und welche die Muslime in einen Hinterhalt gelockt haben. Es handelt sich genau gesagt um zwei Ereignisse. Das erste ist das Ereignis von Ar-Rajir. Und das zweite ist das Ereignis von Bi'r Ma'una. Beginnen wir insha'Allah ta'ala mit dem ersten Ereignis und mit der ersten Tragödie. Und zwar handelt es sich um die Tragödie oder das Ereignis von Ar-Rajir. Ar-Rajir ist ein Wasser, also eine Art, weiß ich nicht, ob das eine Art Oase ist oder kleiner See ist, der sich im Norden von Mekka befindet. Und auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und hier gibt es jetzt zwei unterschiedliche Überlieferungen, welche den Grund beschreiben. In der einen Überlieferung bei Al-Bukhari heißt es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 10 Männer geschickt hat nach Mekka, damit sie für die Muslime auskundschaften, was die Quraysh vorhaben. Und zwar ganz konkret im Monat Safar. Safar ist der wievielte Monat im islamischen Jahr?
Der wievielte Monat ist Safar im islamischen Jahr? Der erste Monat im islamischen Jahr ist? Was ist der erste Monat im islamischen Jahr? Kommt, das wissen wir alle. Und was ist der letzte Monat im islamischen Jahr? Der letzte Monat. Jeder, der die Pilgerfahrt gemacht hat, muss es wissen. Der letzte Monat im islamischen Jahr heißt Dhul-Hijjah. Und der erste Monat, der darauf folgt, heißt? Ja, sag mal. Al-Muharram. Al-Muharram ist der Monat Nummer 1. Und der zweite ist dann Safar. Der zweite ist dann Safar. Und auf jeden Fall im Monat Safar, im vierten Jahr nach der Hijra, soll der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es Bukhari überliefert, 10 Männer unter der Führung von einem Sahabi mit dem Namen Asim ibn Thabit zu den Quraysh geschickt haben. Woraufhin sie dann in einen Hinterhalt gelockt wurden, über den wir gleich näher sprechen werden. Bei Ibn Ishaq, wer war nochmal Ibn Ishaq gewesen? Das sind so Namen, die wir kennen müssen. Insbesondere, wenn wir uns mit der Sira beschäftigen. Wer war nochmal Ibn Ishaq? Also Bukhari ist ja bekannt. Bukhari hat ja dieses wichtige Sahih-Werk geschrieben, das authentischste Hadith-Werk, ja, überhaupt. Also das authentischste Werk nach dem Koran. Man nennt es Sahih al-Bukhari. Und wer war Ibn Ishaq gewesen? Kann sich erinnern, wir hatten das, wenn diejenigen, die von Anfang an dabei waren, vielleicht wisst ihr das auch so. Wer war Ibn Ishaq gewesen? Eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit, gerade wenn wir über die Sira sprechen. Ibn Ishaq ist, kann man so sagen, der Begründer der Wissensdisziplin As-Sira. Also die erste vollständig überlieferte Sira, also Biografie von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, geht auf wen zurück? Auf Ibn Ishaq. Merkt euch das mal bitte. Das sind so Namen, ja, die könnt ihr sogar aufschreiben, schreibt euch ins Handy ein, ja, damit man sich das insha'Allah ta'ala merkt. Ibn Ishaq. Ja. Und deine Sira, interessanterweise, ist auch ins Deutsche übersetzt worden. Also es gibt die Sira von Ibn Ishaq, ja, die kann man sogar auf Deutsch lesen. Und auf jeden Fall Ibn Ishaq, er überliefert jetzt einen ganz anderen Grund, interessanterweise. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese Männer von sich aus gar nicht geschickt hat, sondern dass zwei Stämme oder Delegationen von zwei Stämmen, nämlich einmal der Stamm Ubal, der heißt so, und einmal der Stamm Qarra, dass sie nach Medina kamen und behaupteten, dass es unter ihnen Menschen gibt, die den Islam angenommen haben und sie dementsprechend Männer benötigen, welche dann bei ihren Stämmen jeweils den Menschen den Islam beibringen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er zögerte nicht lange. Und er schickte 10 seiner besten Männer mit ihnen mit. Und in dieser Überlieferung von Ibn Ishaq heißt es, dass der Anführer nicht Asim war, sondern Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanwi. Die Namen sind jetzt nicht so wichtig. Ja? Aber dass man das einfach mal gehört hat, insha'Allah ta'ala. Und auf jeden Fall unabhängig davon, was jetzt der Grund ist, die Muslime wurden in einen Hinterhalt gelockt. Und diesen Hinterhalt, den wollen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, auch beschreiben. Nämlich, sie sind dann gelangt zu diesem Ort, der heißt Ar-Rajia, und es ist ein, wie gesagt, Wasser, ja, was in der Nähe von Mekka liegt, nördlich von Mekka. Und sie wurden dort dann auf einen Hügel gedrängt von dem Stamm der Banu Lahyan, der wiederum, ja, Rache üben wollte, für wen? Für den Khalid ibn Sufyan al-Hudhari, der zuvor versucht hat, die Muslime in Medina anzugreifen und den dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam umbringen ließ durch Abdullah ibn Unais. Da erkennen wir die Zusammenhänge. Und auf jeden Fall, was haben sie dann gemacht? Sie haben sie umzingelt und auf einen Hügel gedrängt, sodass sie oben auf dem Hügel waren.
Sieben von den zehn, die auf dem Hügel waren, waren nicht bereit gewesen, sich zu ergeben. Sie haben ihnen gesagt, ja, wenn ihr euch ergebt, ja, dann werden wir euch nichts tun. Wenn ihr euch ergebt, dann werden wir euch nichts tun. Und sie bestätigten das, indem sie sagten, wir werden niemanden von euch töten und ihr habt unser Wort darauf. Der Anführer von ihnen und sechs andere mit ihm, sie waren nicht bereit gewesen, sich darauf einzulassen. Asim, er hatte zuvor sogar geschworen, dass er zu Lebzeiten nie wieder einen Muschrik berühren wird oder sich in den Schutz eines Muschriks, eines Polytheisten, eines Götzendieners begeben wird. Und er hat sich an sein Versprechen gehalten. Und auf jeden Fall wurde er getötet. Aber er hat Allah subhanahu wa ta'ala davor gebeten, dass er von den Mushrikun, wenn sie ihn töten sollten, nicht berührt wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sollte sein Bittgebet annehmen. Warum hat er unter anderem Allah gebeten? Weil es nämlich eine Frau gab, die geschworen hatte, dass wenn sie Asim ibn Thabit bekommen wird, dann wird sie aus seinem Schädel Wein trinken. Guck mal, wie verrückt die Leute waren. Sollte sie Asim ibn Thabit bekommen und gefangen nehmen, dann wird sie ihn töten und sie wird aus seinem Schädel Wein trinken. Woraufhin er dann, bevor er getötet wurde, Allah subhanahu wa ta'ala gebeten hat und gesagt hat, oh Allah, bitte nimm mein Bittgebet an und lass mich mein Versprechen einhalten, dass ich keinen Muschrik berühren werde und dass kein Muschrik mich berühren wird. Und er ist gestorben. Und sie wollten unbedingt diese Männer, die ihn umzingelt haben, es waren ungefähr 100 Männer gewesen, gegen die sie nicht ausrichten konnten, sie wollten unbedingt seinen Leichnam. Warum? Weil nämlich ein hohes Kopfgeld auf ihm bestand. Die Frau wollte ihn unbedingt haben. Tot oder lebendig, wanted, tot oder lebendig, egal was ist. Und es besteht ein hohes Kopfgeld auf seinen Kopf. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat jetzt sein Bittgebet erhört. Was ist geschehen? Nachdem er gestorben ist und getötet wurde, hat Allah subhanahu wa ta'ala Hornissen, ein Schwarm voller Hornissen, um seinen Leichnamen schwirren lassen, sodass jeder, der auch nur in die Nähe von seinem Leichnam kommen wollte, gestochen wurde von einer Hornisse. Und dann haben sie gesagt, kein Problem, wir warten jetzt den ganzen Tag bis zum Abend, bis die Hornissen weg sind und dann nehmen wir seinen Leichnam mit. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er hat seinen Leichnam durch irgendeinen Fluss, der aus dem Nichts kam, einen Strom, einen Wasserstrom, der aus dem Nichts kam, dann verschwinden lassen, sodass bis zum heutigen Tage niemand weiß, wo der Leichnam von Asim ibn Thabit bestattet liegt und begraben liegt. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, als er das gehört hat, sagte er nur folgende Worte. Das hört mal gut zu. Etwas, was wir benötigen. يَحْفَظُ اللَّهُ الْعَبَدَ الْمُؤْمِنِ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَمَا يَحْفَظُهُ فِي حَيَاتِهِ. Allah, er bewahrt den gläubigen Diener nach seinem Tod, genauso wie er ihn im Leben bewahrt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird einen nicht im Stich lassen. Weder im Leben, wenn ich Allah bewahre, wird er mich bewahren. احفظي الله يحفظك. Bewahre Allah, so bewahrt er dich. Sei dir dessen sicher. Immer dann, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du bereit bist, Allah zu bewahren, sei dir sicher, er wird dich ebenfalls bewahren. Er wird dich bewahren in der Dunya, indem er dich davor bewahrt, vom richtigen Weg abzukommen. Das bedeutet nicht, dass du unbedingt reich sein musst oder es dir immer gut gehen muss. Nein, diese Dunya ist nicht dazu da, dass es einem immer gut geht. Viele verstehen das falsch. Nein, es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala für dich deinen Iman in deinem Herzen aufbewahren wird. Und das ist der größte Schatz, den wir überhaupt in unserem Herzen tragen. Es kann sein,
dass ich mal meine Arbeit verliere. Es kann sein, dass es mir mal schlecht geht. Es kann sein, dass ich krank werde. Es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich prüft. Aber trotz alledem, solange der Iman in meinem Herzen bewahrt ist und ich gefestigt bin auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala, solange das der Fall ist, geht es mir gut und hat Allah subhanahu wa ta'ala mich bewahrt. Und deswegen, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte kaum etwas gehabt, als er von dieser Dunya gegangen ist. Viele Sahaba haben von dieser Dunya nichts mitgenommen. Heißt das, dass Allah sie nicht bewahrt hat? Er hat sie bewahrt, indem er sie mich gefestigt hat auf diesem Weg. Und dann, im Jenseits, wird Allah dich ebenfalls bewahren. Hört euch mal diesen schönen Vers an. Allah ta'ala, er sagt was in Surah Ibrahim? يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Allah Ta'ala erfestigt diejenigen, die gläubig sind, mit der festen Aussage im diesseitigen Leben. Was ist die feste Aussage im diesseitigen Leben? Was ist das, was damit gemeint? Was ist die feste Aussage? Manche Gelehrte sagen, damit ist gemeint, La ilaha illallah. Allah festigt mich auf den Worten La ilaha illallah. Und manche anderen Gelehrten, und es ist eigentlich kein Widerspruch, es ist einfach nur, wie gesagt, nochmal eine Erweiterung der Bedeutung, sagen, damit ist gemeint, Allah festigt dich auf den Iman und auf den guten Taten. Dass du immer Gutes tust. Niemals vom richtigen Weg abkommst. Und dann sagt Allah, und im Jenseits. Was ist damit gemeint? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erklärt das, indem er sagt, dass wenn die beiden Engel Munkar und Nakir zu dir im Grab kommen, wird Allah dich festigen. Du wirst die Antworten finden auf die Fragen dieser beiden Engel. Wenn sie dich fragen, wer ist der Mann, der zu dir geschickt wurde, dann weißt du, es ist Muhammad gewesen, der Gesandte Allahs. Wenn sie dich über die Religion befragen, dann wirst du antworten können, meine Religion ist der Islam. Wenn sie dich über deinen Herrn befragen, dann wirst du antworten können und sagen, mein Herr ist Allah. Aber derjenige, der nicht gefestigt wird, der wird nur sagen, er wird nicht antworten können. Warum? Weil er nicht gefestigt war im diesseitigen Leben. Und deswegen diese Worte, Allah, er bewahrt den gläubigen Diener Gottes nach seinem Tode, genauso wie er ihn im diesseitigen Leben bewahrt. Asim ibn Thabit. Er hat Allah gebeten, Allah subhanahu wa ta'ala, er hat seinen Dua erhört und er hat ihn bewahrt und keiner konnte seinen Leichnam finden. Es gab jedoch drei Leute, welche sich dann auf das Wort und das Versprechen der Muschrikun, die sie umzingelten, eingelassen haben. Und diese drei haben jeweils eine Geschichte, auf die wir eingehen wollen. Und zwar, weil der eine hieß Khubayb, der andere hieß Zayd ibn Dathina, oder ja, Dathina, und der dritte hieß Abdullah ibn Tariq. Oder Tariq ibn Abdullah. Ja, eins von beiden, schaue ich gleich nochmal nach, inshallah ta'ala. Abdullah ibn Tariq, hier steht es. Abdullah ibn Tariq. Abdullah ibn Tariq, ja, und die beiden anderen, sie wurden jetzt gefangen genommen. Die Muschrikun, sie hatten ihnen versprochen gehabt, sie werden ihnen nichts tun. Aber als sie dann heruntergekommen sind von dem Hügel, haben sie sie gleich gefesselt. Woraufhin Abdullah ibn Tariq gesagt hat, das ist der erste Verrat, der erste Wortbruch. Und er sich daraufhin gewehrt hat gegen sie und sie ihn getötet haben. Wer wurde aber jetzt mitgenommen? Khubayb und Zayd ibn Dathina. Und beide wurden am Ende getötet. Lass uns mal ihre Geschichte anschauen. Beginnen wir mit der Geschichte von Zayd ibn Dathina. Zayd ibn Dathina, er wurde nach Mekka gebracht. Und er wurde in Mekka verkauft. Und in Mekka haben sie ihn dann verkauft an eine Familie, bei der jemand in der Schlacht von Badr umgekommen ist. Und sie haben ihn daraufhin aus Mekka herausgenommen, an den Ort, wo sich heute die Moschee befindet, wo Aisha radiallahu anha
ihre Umrah begonnen hatte, nämlich in At-Tan'im, wo heute auch Masjid Aish ist, außerhalb des Haram-Bezirkes, das heißt außerhalb des heiligen Bezirkes. Und daraufhin haben sie Zayd angebunden an einem Baum. Und bevor sie ihn getötet haben, kam Abu Sufyan zu ihm. Und jetzt stellte Abu Sufyan ihm eine Frage. Und er sagte zu Zayd: O Zayd, würdest du dir wünschen, dass Muhammad jetzt an deiner Stelle ist und du in deiner Familie oder bei deiner Familie und es dir gut geht? Und jetzt hör zu, wie Zayd antwortete. Er sagte: La wallahi, nein, bei Allah. Ma yasurruni anni fi ahli. Ich würde mir nicht einmal wünschen, dass ich in meiner Familie bin. وَأَنَّ مُحَمَّدًا فِي مَكَانِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ. Und Muhammad an der Stelle ist, an der er sich gerade befindet. تُصِيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤْذِيهِ. Und ihn ein einziger Stachel sticht, der ihm wehtut. Also mit anderen Worten, ich wäre nicht einmal bereit, mit ihm zu tauschen jetzt, wenn ihm nur ein einziger Stachel wehtun würde. Woraufhin Abu Sufyan sagte: Ich habe noch nie Menschen gesehen, die einen Menschen so sehr geliebt haben, wie die Gefährten Muhammads, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, geliebt haben. Allahu Akbar. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Liebe, dass ich bereit bin, mein Leben zu opfern für diesen Menschen? Ja, dass ich sogar mein Leben für ihn opfern würde, wenn es auch nur um was gehen würde, um einen einzigen Stachel, der ihn piekst. Es ist wahre Liebe gewesen. Und die Muschrikun, sie haben diese wahre Liebe gesehen. Und sie haben sich gewundert, sie konnten das nicht erklären, sie haben es nicht verstanden. Aber sie haben diese wahre Liebe gesehen. Und auch heutzutage gibt es viele Menschen, die sich wundern, wie sehr die Muslime den Propheten sallallahu alaihi wa sallam lieben. Ja, die Liebe ist teilweise sehr emotional. Und manchmal gibt es auch Muslime, welche diese Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam leider falsch verteidigen und daraufhin dann auch Unrecht tun. Aber grundsätzlich wundern sich heutzutage viele Menschen, warum regen sich eigentlich die Muslime so sehr über Karikaturen auf, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam schlecht darstellen. Das ist doch Meinungsfreiheit. Ja, für manche mag es Meinungsfreiheit sein. Für uns Muslime hat das aber nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Für uns Muslime ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam etwas Heiliges. Er ist mehr wert, er ist uns mehr wert, als wir uns selbst wert sind. Und deswegen sind wir auch bereit, unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit den richtigen Mitteln und Methoden zu verteidigen. Das, was einige gemacht haben, ja, das ist nicht zur Rechtfertigung. Das wissen wir auch, dass das keine Verteidigung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ist, sondern einfach nur Hingespinst und einfach falsches Handeln. Aber grundsätzlich, ja, es ist diese intensive Liebe zu unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen, welche die Sahaba ausgezeichnet hat. Aber bei den Sahaba war es nicht nur einfach irgendetwas Dahergesagtes gewesen oder irgendwelche Emotionen, die sie rausgelassen haben, sondern bei den Sahaba war diese Liebe wirklich wahrhaftig gewesen, sodass sie bereit gewesen sind, alles umzusetzen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von ihm verlangt hat. Und deswegen, das ist genau die Liebe, welche wir zum Ausdruck bringen müssen. Nachdem wir das gesagt haben, haben sie ihn dann daraufhin gekreuzigt und sie haben ihn dann getötet. Und er ist so zu Allah subhanahu wa ta'ala dann auch zurückgekehrt. Was ist jetzt mit dem Khubayb gewesen? Khubayb, er wurde ebenfalls gefangen genommen. Und es gibt jetzt eine sehr, sehr interessante Geschichte. Und zwar wurde er zunächst erst einmal gefangen genommen und während er dann dort saß in einem Raum eingesperrt, in einem Gefängnis, hat er darum gebeten, dass man ihm bitte ein Rasiermesser geben solle, damit er sich, bevor er hingerichtet wird, noch einmal die Achselhaare und die Schamhaare steilen kann und sich noch einmal duschen kann. Er wollte zu seinem Schöpfer in einem reinen Zustand zurückkehren. Und dann überbrachte eine Frau, die ein Kind bei sich hatte, ihm dieses Rasiermesser. Und er nahm das Rasiermesser und das Kind, ein kleines Kind, rannte dann auf ihn zu, wollte mit ihm spielen und er nahm es auf seinen Schoß und nahm das Rasiermesser. Und die Frau fing an zu schreien, weil sie dachte, er wird sich jetzt rächen, bevor er zu seinem Schöpfer zurückkehren wird, bevor er hingerichtet wird.
oder er wird dieses Kind als Geisel nehmen. Und sie schrie und hatte Angst, bitte tu meinem Kind nichts. Woraufhin er sagte, glaubst du etwa, dass ich deinem Kind etwas tun würde? Ich würde so etwas niemals tun. Glaubst du etwa, dass ich deinem Kind etwas tun würde? Ich würde so etwas niemals tun. Warum? Weil es etwas ist, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht liebt. Was lernen wir daraus? Und er ließ das Kind wieder gehen. Was lernen wir daraus? Etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir lernen daraus, dass ein Muslim, selbst dann, wenn ihm Unrecht getan wird, niemals Unrecht tut. Und dass ein Muslim nicht das Recht hat, einem unschuldigen Menschen Leid zuzufügen, nur weil zuvor andere ihm Leid zugefügt haben und er unschuldig war. Also diese Logik, die heutzutage einige haben, sie greifen uns an, ja, und töten unschuldige Menschen, deswegen dürfen wir ebenfalls unschuldige Menschen töten. Das ist eine Logik, die der islamischen Moral ganz klar widerspricht, wo wir als Muslime sagen, nein, so etwas gehört sich. Und wir hatten das schon oft gehabt, könnt ihr euch erinnern, an die Schlacht von Uhud, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erst einmal aufgrund seines Onkels sehr traurig war und voller Zorn war und gesagt hat, ich werde genau dasselbe mit ihm machen und die Leichnam schänden von ihnen, sobald ich die Chance habe. Und daraufhin Allah ihm gesagt hat, dass das falsch sei und er davon abgehalten hat und gesagt hat, mir wurde verboten, Menschen und Leichen zu schänden. Das heißt, wir haben bestimmte moralische Vorstellungen, die wir nicht einfach verändern können, so beliebig, so wie wir wollen, nur weil die anderen schlecht handeln, handeln wir ebenfalls schlecht. Und deswegen hat er gesagt, glaubst du, ich würde diesem Kind etwas tun, das würde ich niemals machen. Und er hat das Kind einfach gehen lassen. Diese Frau, die später Muslimin geworden ist, subhanallah, sie hat gesagt, ich habe noch nie einen besseren Gefangenen gesehen als Khubayb. Und dann sagt sie etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe etwas Merkwürdiges gesehen. Und zwar habe ich gesehen, wie er eine, eine Rebe Weintrauben in der Hand hielt, ja, und die Weintrauben aß, obwohl es zu diesem Zeitpunkt bei uns gar keine Früchte gegeben hat. Und schon gar keine Weintrauben. Es war überhaupt nicht die Jahreszeit gewesen. Der hat einfach Weintrauben gegessen. Keiner weiß, woher er diese Weintrauben hat. Und das ist immer, was wir Karama nennen. Karamat. Das heißt, ein kleines Wunder. Und subhanallah, ich habe schon oft solche Geschichten gehört. Ich habe aus einer sehr, sehr sicheren Quelle gehört, wie mir ein Bruder gesagt hat, ebenfalls im Gefängnis. Häufig passieren solche Dinge im Gefängnis. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar, er meint, dass jemand im Gefängnis gewesen war und als er dann in die Zelle kam, das war in Ägypten gewesen, und meistens sind immer ganz, ganz viele Leute gemeinsam in der Zelle, ja, da hat er von seiner Familie, das ist dort üblich, dass die Familien den Gefangenen in den Gefängnissen immer täglich etwas zu essen mitbringen. Und auf jeden Fall haben sie ihm irgendwie Apfelsinen mitgebracht und dann wollte er die Apfelsine schälen und dann meinte der Mitgefangene, warum schälst du die Apfelsine? Die Schale ist süß. Meinte er, willst du mich veräppeln? Dann meinte er, probier mal. Dann hat er die Apfelsine mit der Schale gegessen und die war wirklich süß gewesen. Und nun blieb er einige Zeit im Gefängnis und nach einiger Zeit kam er aus dem Gefängnis raus. Und dann haben die halt auch Apfelsinen gebracht, ja, als er dann schon draußen gewesen war. Und dann meinte er, ja, Apfelsinen kann man auch mit der Schale essen, die sind süß. Wir haben es immer im Gefängnis gemeint, die bist du bekloppt. Ja, wie kommst du daraus, dass die Schalen von Apfelsinen süß sind? Der meinte, doch, doch, ich beweise es euch. Und dann hat er in die Apfelsine gebissen und sie war bitter gewesen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er hat ihnen im Gefängnis, weil sie für Allah subhanahu wa ta'ala im Gefängnis waren. Viele politische Gefangene gibt es in den islamischen Ländern, die nur, weil sie in die Moschee gehen, dann plötzlich im Gefängnis landen. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen kleine Wunder, ja, um noch einmal zu zeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Ja, und davon gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und solch ein kleines Wunder, solch eine Karame hatte Khubayb gehabt. Und bevor er jetzt hingerichtet wurde, hatte er sich ja schön gemacht. Er hat sich die Haare abrasiert, er hat geduscht. Sie haben ihm diese Möglichkeit gewährt. Und dann sagte er, lasst mich bitte zwei Rak'ah beten. Und dann haben sie ihn dann zwei Rak'ah beten lassen. Und er hat gebetet und als er dann den Salam gemacht hat, sagte er, Wallahi, laula an taqulu
Inna ma bi jaza'un lazittu. Bei Allah. Würdet ihr nicht sagen, dass ich Angst habe vor dem Tod und vor der Hinrichtung, dann hätte ich noch mehr gebetet. Dann hätte ich noch mehr und noch länger gebetet. Woraufhin er dann sagte, und das ist dieses bekannte Dua, was häufig auch auf, sage ich mal, gegen ungerechte Völker dann aufgesagt wird, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tubqi minhum ahada. O Allah, sozusagen, umfasse sie in ihrer Anzahl, ja, und töte sie alle und über, sozusagen, lass niemanden von ihnen übrig. Und dann hat er noch einige Gedichtverse aufgesagt und wurde daraufhin hingerichtet. Und die Gelehrten sagen, derjenige, der diese Sunna eingeführt hat, dass man zwei Raka'a betet vor der Hinrichtung, bevor man hingerichtet wird, das wäre gewesen Khubayb. Also wenn ihr wissen wollt, wer diese Sünde eingeführt hat, zwei Raka'a, bevor man hingerichtet wird, dann wisst ihr, Khubayb hat diese Sünde eingeführt. Und da sehen wir, dass die Sahaba radhiyallahu anhum manchmal in bestimmten Fällen, obwohl es zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gewesen war, haben sie Ijtihad gemacht. Sie haben sich überlegt, okay, was kann ich jetzt tun? Sie haben einfach von sich aus dann zwei Raka'a gebetet, oder wie Abdullah ibn Unais, der dann, als er zu Khalid ibn Sufyan al-Huthali gegangen ist, dann hat er was gemacht? Er hat auf dem Weg gebetet. Könnt ihr euch erinnern? Ja? Er hat auf dem Weg gebetet, dieses Salatul Khauf. Und er hatte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich nicht gehabt, und er ist der Erste, der das Angstgebet oder das Gebet der Angst vollzogen hat. Und zwar im Laufen. Im Laufen hat er gebetet, damit er die Gebetszeit nicht verpasst. Und ebenfalls hier Khubayb, er hat zwei Raka'a gebetet, bevor er hingerichtet wird. Ja? Und er hat das getan, ohne dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm das vorher aufgezeigt hat. Aber es wurde bestätigt von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und somit ist dann auch Khubayb zu seinem Schöpfer zurückgekehrt. Das war natürlich ein herber Schlag gewesen für die Muslime. 10 ganz besondere Männer wurden alle getötet. 7 schon vor Ort auf dem Hügel bei Al-Rajir und 3 wurden später hingerichtet. Aber das war noch nicht alles. Das ist das kleinere der beiden Tragödien gewesen, oder die kleinere der beiden Tragödien. Die eigentlich große Tragödie und der richtig große Verrat, der kommt erst jetzt. Und zwar bei der Tragödie von Bi'r Ma'una. Bei der Tragödie von Bi'r Ma'una. Und eines müssen wir wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam wahrscheinlich von den beiden Tragödien in derselben Nacht mitbekommen hat. In derselben Nacht mitbekommen hat. Worum geht es jetzt bei der Tragödie von Bi'r Ma'una? Bi'r Ma'una, Bi'r heißt so viel wie Brunnen. Es handelt sich um einen Brunnen. Der Brunnen heißt Ma'una. Okay. Was ist da passiert bei diesem Ereignis von Bi'r Ma'una? Und zwar im selben Monat, im Monat Safar, kam ein Mann nach Medina, der sehr bekannt gewesen ist. Sehr, sehr bekannt. Es war ein arabischer Held gewesen, der sehr groß war, sehr kräftig war. Und er hieß Abu Bara Amir ibn Malik. Und er hatte einen Beinamen gehabt. Und da hatte ich vorhin gesucht, was dieser Beiname genau bedeutet. So habe ich aber nicht gefunden. Ja? Und dieser Beiname ist Mula'ib al-Asinna. Ich habe keine Ahnung, warum er Mula'ib al-Asinna heißt. Ich glaube, das hat was da. Ich habe nur gelesen, dass er gegen einen bekannten anderen Kämpfer gekämpft hat und ihn besiegt hat und daraufhin als Mula'ib al-Asinna bezeichnet wurde. Und zwar kam er nach Medina und er war ein, wie gesagt, sehr edler Mann gewesen, sehr kräftig gewesen, sehr bekannt gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er machte mit ihm Da'wah. Aber er nahm den Islam nicht an. Aber er war auch nicht gegen den Islam gewesen, er war neutral gewesen. Er fand den Islam interessant. Das kennt ihr, solche Leute, die den Islam nahestehen, aber nicht den Islam annehmen. Gibt es sehr, sehr viele auch in dieser Gesellschaft. Und auf jeden Fall hatte er dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Vorschlag gemacht. Und er meinte, o Gesandter Allahs, warum schickst du nicht einige deiner Gefährten zu den Leuten aus Najd und schickst sie dorthin, damit sie die Menschen zum Islam einladen. Ich habe nichts dagegen. Wo ist Najd? Wo befindet sich Najd? Najd ist eine große Region im Herzen der arabischen Halbinsel. Die Hauptstadt von Saudi-Arabien, Riyadh, befindet sich heutzutage auch in Najd. Das ist eine Anhöhe. Das ist eine Anhöhe und liegt ungefähr 700 bis 1500 Meter über dem Meeresspiegel. Und deswegen heißt Najd. Najd ist eine sozusagen Erhebung, eine Erhöhung.
Und Najd ist ein Riesengebiet. Noch viel größer als das Gebiet, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam lebte. Wie hieß das Gebiet, in dem der Prophet lebte? Hijaz. Dort lebte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und die Leute von Najd sind bekannt gewesen für ihre Härte. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt zu Amr ibn Malik, inni akhafu alaihim ahle Najd. Ich habe Angst, ehrlich gesagt, wenn ich sie schicke, dass die Leute von Najd ihnen etwas antun werden. Was sagte daraufhin Amr ibn Malik? Ana jarun lahum. Was heißt das, ana jarun lahum? Ich gewähre ihnen Asyl. Das heißt, ich gewähre ihnen Schutz. Wie war damals dieses Asylprinzip bei den Arabern gewesen? Hatten wir schon oft gehabt. Wie sah dieses Asylprinzip bei den Arabern aus? Heutzutage, wenn Leute nach Deutschland kommen, beispielsweise nach Europa, und Asyl beantragen, dann müssen sie einen Asylantrag stellen. Und wer entscheidet über diesen Asylantrag? Der Staat. Das Bundesamt für Migration und dann die Ausländerbehörde entscheiden dann, ob sozusagen Asyl gewährt wird oder nicht. Gut, okay. Wer hat damals über den Asylantrag entschieden? Bei den Arabern. Wie sah dieses Asylsystem aus? Dieses Schutzsystem? Wir hatten das schon öfters gehabt in einigen, auch als wir vor der Hijra einige Ereignisse hatten. Und zwar, es brauchte nur eine einzige Person zu sagen, ich gewähre ihm Schutz. Und daraufhin hat der gesamte Stamm Schutz gewährt. Und wenn es sich natürlich auch um eine Person handelt, die eine besondere Stellung hat im Stamm, dann galt sozusagen dieses Wort in besonderer Weise. Und auf jeden Fall war er ehrlich gewesen und er sagte, ich gewähre ihnen Schutz. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam 70 Männer schickte. In einer anderen Version heißt es 40 Männer. Er schickte 70 Männer zu den Leuten aus Najd unter dem Schutz von Amr ibn Malik. Gut. Wer waren diese 70 Männer gewesen? Wie hießen sie? Sie hatten einen bestimmten Namen gehabt. Und zwar, man nannte sie die Al-Qurra. Was bedeutet denn das Wort Al-Qurra? Was heißt Al-Qurra? Was heißt Al-Qurra? Von Lesen. Was sind die Qurra? Ein Leser. Ein Leser, aber was konkret, was lesen sie? Koran, genau. Das waren Leute gewesen, welche als Qurra bezeichnet wurden, weil sie sich sehr, sehr intensiv mit dem Koran beschäftigt haben. Und jetzt werden sie auch in der Überlieferung beschrieben, indem nämlich gesagt wird, sie haben am Tag und in der Nacht Koran gelesen. Gleichzeitig haben sie am Tag auch gearbeitet und sich um die Leute von As-Suffa, das heißt die Leute, die nichts zu essen hatten in Medina und die keine Unterkunft in Medina hatten, gekümmert. Was lehrt uns das? Jemand, der den Koran wirklich verinnerlicht, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, war nicht jemand, der die ganze Zeit nur zu Hause gesessen hat und Koran gelesen hat und dann seine Hand ausgestreckt hat und gebettelt hat, dass die Leute ihm Geld geben. Nein. Sondern jemand, der zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Qari, der Singular von Qurra, bezeichnet wurde, ist jemand gewesen, der tagsüber gearbeitet hat, der sich für die bedürftigen Menschen eingesetzt hat und der in der Nacht Ibadah gemacht hat. Das ist ein wahrer Qari. Und deswegen wurden sie als Qurra bezeichnet. Und genau das ist das, was wir heutzutage benötigen. Wir brauchen heutzutage Leute, welche den Koran verkörpern auf diese Weise. Das heißt, auf der einen Seite machen sie viel Ibadah, haben eine innige Beziehung zu Allah, haben eine intensive Beziehung zum Koran, haben einen guten Charakter und auf der anderen Seite tagsüber arbeiten sie, tun etwas für die Gesellschaft, setzen sich für die bedürftigen Menschen ein. Das ist ein wahrer Muslim. Und genau das haben sie verkörpert. Und im Übrigen, ihr habt jetzt die Möglichkeit, etwas Ähnliches zu tun. Es beginnt ja jetzt bald das Projekt Kälte, wie heißt das euer Projekt? Was? Herzenswärme. Wo ebenfalls einige Jugendliche, inshallah, Essen kochen werden und das Essen dann an bedürftige Menschen verteilen werden. Beteiligt euch an solchen Sachen. Das ist ein wahrer Muslim. Jemand, der bereit ist, sich einzusetzen mit den Bedürftigen und gleichzeitig eine intensive Beziehung zum Koran hat. Und auf jeden Fall schickte der Prophet sallallahu alaihi wasallam 70 von den sogenannten Qurra mit in der Hoffnung, dass sie den Islam verbreiten.
Der Islam sollte verbreitet werden. Das war die Absicht des Propheten. Und das haben im Übrigen die Muslime auch immer praktiziert, ohne das Schwert. Immer wieder wird behauptet, der Islam habe sich mit dem Schwert verbreitet. Schaut mal hier, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er schickt keine Armee dorthin, sondern was macht er? Er schickt sogenannte Dua dorthin, Menschen, welche den Menschen den Islam beibringen sollen, ohne irgendeine Armee. Solange Sicherheit vorhanden ist, solange der Muslim die Möglichkeit hat, seinen Glauben frei zu praktizieren und die Menschen einzuladen, warum sollte er in irgendeiner Weise ein Schwert in die Hand nehmen? Und deswegen lasst euch nicht eintrichtern von den Leuten, der Islam habe sich durch Feuer und Schwert verbreitet, sondern der Islam hat sich ganz im Gegenteil durch die Da'wah und das gute Wort verbreitet. Und deswegen, die meisten Muslime heutzutage, die Muslime sind, die meisten muslimischen Völker, sind nicht durch irgendeine Eroberung zum Islam übergetreten, sondern durch was? Nur durch Da'wah. Nehmt mir mal ein Beispiel von einem ganzen Volk, was nur durch Da'wah zum Islam getreten ist. Nur durch Da'wah. Ja. Indonesien. Wie viele Muslime hat Indonesien? Wie viele Menschen leben in Indonesien? Um die 200 Millionen Menschen. Das bevölkerungsreichste islamische Land. Es war noch nie eine Armee dort gewesen. Und deswegen glaubt nicht immer diesen Sachen, ja, Islam, Feuer und Schwert. Und immer, wenn man irgendwo über etwas über den Islam liest, ja, Feuer und Schwert und Krieg in Islam, weiß ich nicht was. Ja, leider, leider, es wird viel gehetzt gegen die Muslime. Und wir Muslime kennen teilweise unsere Religion selbst nicht. Das ist das Problem. Und auf jeden Fall hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sie daraufhin geschickt. Und, ja, einer unter ihnen war ein Mann gewesen mit dem Namen Haram ibn Milhan. Und auf jeden Fall ging sie dann zu einem Ort, der heißt Bi'r Ma'una. Und jetzt wird Haram ibn Milhan mit einem Brief des Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu dem Neffen von dem Amr ibn Malik, der den Schutz gewährt hat, geschickt. Und dieser Mann hieß Amr ibn Tufayl. Viele Namen, müsst ihr euch nicht alle merken, aber dass wir das einfach verstehen. Amr ibn Tufayl hat den Islam gehasst. Er wollte mit den Muslimen nichts zu tun haben. Und was hat er gemacht? Ohne überhaupt den Brief zu lesen, ohne ihn zu öffnen, zu gucken, was schreibt eigentlich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, macht er was? Gibt er einem seiner sozusagen Männer ein Zeichen, dass er den Haram ibn Milhan, dem Gesandten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, von hinten erstechen soll. Und genau das geschieht. Aber jetzt hört mal zu, was geschieht. Das ist unglaublich, diese Geschichte, wirklich eine unglaubliche Geschichte. Und zwar, er ersticht ihn. Was würde man erwarten in solch einem Moment? Was würdet ihr sagen? Hört mal vor, er geht hin als Bote, ja, und von hinten dann ein Messer in den Rücken. Was würde man normalerweise in solch einem Moment aufschreien? Man würde erstmal schreien und dann würde man sagen, ihr Verräter, was soll das, was ist das, Rache? Was sagte aber er? Das Einzige, was er sagt, war, Fustu Rabbil Kaaba. Ich habe gewonnen beim Herr der Kaaba. Ich habe gewonnen? Du hast doch gerade dein Leben verloren. Und er sagt, ich habe gewonnen beim Herrn der Kaaba. Der Mann, der ihn erstochen hat, der war so verwundert gewesen, dass er gefragt hat, ist der verrückt? Was erzählt er da? Warum sagt er Fustu? Der hat doch jetzt gerade sein Leben verloren. Da meinte einer zu ihm, ja, aber bei den Muslimen bedeutet das, dass sie das Martyrium, die Schahada erlangt haben. Dieser Mann, der ihn erstochen hat, der war so durcheinander, dass er dann später zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam ging, um den Islam kennenzulernen und Muslim geworden ist. Allahu Akbar. Das heißt, der Mann, der ihn erstochen hat, ist später Muslim geworden. Das ist unglaublich. Durch das Verhalten eines Muslims. Und deswegen unterschätze niemals dein Verhalten. Wenn du auf einer Raststätte, du bist unterwegs von einer Stadt in die andere. Oder am Flughafen. Und du sagst, ich bete trotzdem. Ich bete dann auf der Raststätte. Es ist egal, auch wenn die Leute mich sehen. Ich nehme mir eine Ecke. Ich muss ja nicht irgendwie dort beten, wo ich die Leute störe. Ich nehme mir eine Ecke, verrichte mein Gebet. Unterschätzt das niemals. Du weißt nicht, wer dir gerade zuschaut. Und du weißt nicht, was in den Köpfen der Menschen vorgeht.
Und ob sie sich nicht fragen, was macht der da eigentlich? Sieht interessant aus. Wisst ihr, wie viele Menschen ich schon gehört habe, die gesagt haben, also wenn ich dieses Gebet der Muslime sehe, auch wenn ich kein Muslim bin, ich verspüre irgendwie Ruhe, wenn ich das sehe. Ich brauche es nur zu sehen, ich verspüre Ruhe. Und das kann ein Grund sein dafür, dass jemand sagt, ich nehme den Islam an. Oder ich fange zumindest an, mich mit dem Islam zu beschäftigen. Unterschätze das niemals. Vielleicht wirst du das niemals mitbekommen. Der Mann, der getötet wurde, Haram ibn Milhan, er ist tot gewesen. Er wusste nichts davon. Aber sein Wort, Fustu Rabbi al-Ka'ba, hat dazu geführt, dass sein Mörder Muslim geworden ist. Allahu Akbar. Deswegen unterschätze niemals dein Verhalten. Unterschätze niemals das, was du tust. Und eine kleine Geste kann der Grund sein dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden zu sich führt und zum Islam führt. Und auf jeden Fall ging es aber noch weiter. Und zwar, dieser Amr ibn Tufail, der Islamhasser, von dem es ja heutzutage auch viele gibt, ja, er hat die Gunst der Stunde aus seiner Sicht genutzt. Jetzt muss man sich vorstellen, sein Onkel Malik, oder Amr ibn Malik, sein Onkel, er hat ihnen Schutz gewährt. Aber das war ihm egal gewesen. Er wollte, egal wie, selbst wenn sein Onkel ihnen Schutz gewährt hat, den Muslimen eins auswischen. Und so sind manche Menschen. Sie kennen keine Verträge. Ihnen ist alles egal. Hauptsache, ich schaffe es, diesem Menschen Schaden zuzufügen. Es ist mir völlig egal, wie. Und wie viele Menschen gibt es heutzutage, die genau dasselbe auch tun auf persönlicher Ebene? Die einem Menschen versuchen, Schaden zuzufügen, selbst wenn sie dadurch Verträge brechen müssen. Selbst wenn sie dadurch lügen müssen. Selbst wenn sie dadurch einen Meineid leisten müssen. Ist ihm völlig egal. Wie oft haben wir schon so etwas erlebt vor Gericht? Mann und Frau, die Frau wird unbedingt ihrem Mann schaden und ist bereit, Meineid zu leisten. Das heißt, falsch zu schwören. Oder umgekehrt, nur um einer Person Schaden zuzufügen. Keine Gottesfurcht. Und solche Menschen, ja, wie dieser Amr ibn Tufail, genau dasselbe. Er hat versucht, dem Muslim Schaden zuzufügen. Und was macht er jetzt? Er versucht jetzt, einige Stämme an seine Seite zu bringen, welche sich jetzt gegen diese 70 Muslime stellen. Die meisten Stämme haben abgelehnt, weil sie wussten, sein Onkel hat ihnen Schutz gewährt. Und sowas tut man nicht. Man hält sich an die Gesetze, an die Verträge. Aber es gab drei Stämme, welche gierig geworden sind. Aus welchem Grund auch immer. Rusiya, Ri'l und Zakwan. Und sie haben daraufhin die Muslime an diesem Ort Bi'r Ma'una umzingelt. Und sie haben sie alle niedergemetzelt. Alle niedergemetzelt. Es gab nur einen einzigen, der unter dem Haufen der Leichen überleben konnte und daraufhin dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von diesem Ereignis berichten konnte. Und es gab zwei, welche gerade nicht da gewesen waren, woraufhin der eine gesagt hat, ich werde meine Brüder nicht allein lassen, und er ist gegangen, obwohl er wusste, er geht in den Tuk und kämpfte und wurde ebenfalls getötet. Und der andere gesagt hat, nein, es ist besser, wenn wir zurückkehren, aber gefangen genommen wurde. Und der Amr ibn Tufail ihn dann aber daraufhin für einen Sklaven, ja, dann freigelassen hat, ja, für einen Sklaven. Also er hat ihn sozusagen, er hatte irgendwie einen Schwur gehabt und dann hat er ihn freigelassen und hat gesagt, das ist sozusagen für den Schwur, den ich geleistet habe und den ich nicht eingehalten habe, woraufhin dieser dann auch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurückkehrte und ihm erzählte, was dort vorgefallen war. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von dem Ereignis von Bi'r Ma'un mitbekommen hat. In derselben Nacht bekommt er mit, dass 10 andere Sahabis ebenfalls in einen Hinterhalt gelockt wurden. Nämlich bei Ar-Rajir machte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen ganzen Monat lang Qunut in seinem Gebet. Einen ganzen Monat lang. Immer nach dem Fajr-Gebet, ja, hob er die Hände, nachdem er aus dem Ruku aufkam, und hat gegen diese Stämme, welche diesen Hochverrat begangen haben, dann Dua gemacht. Es wird sogar gesagt, dass Koran herabgesandt wurde für diese 70, die ermordet wurden. Dieser Koran wurde aber wieder aufgehoben. Ja, sodass er heutzutage nicht mehr im Koran ist. Jetzt gibt es ein letztes Ereignis, mit dem wir abschließen. Bezüglich dem Ereignis von Bi'r Ma'ud, dieser Tragödie. Und zwar der Mann, der freigelassen wurde
von diesem Islamhasser Amr ibn Tufayl, der das Ganze in die Wege geleitet hat, ja, er hat auf dem Weg zwei Männer von seinem Stamm getroffen. Und er dachte, diese Männer, die wollen ebenfalls sich daran beteiligen. Und er hat gewartet, bis sie eingeschlafen sind, hat sie getötet im Schlaf. Und er wusste nicht, dass diese beiden Männer unter Vertrag standen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Als er in Medina ankam, berichtete er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von dem, was vorgefallen war. Und er sagte auch ganz stolz, ich habe zwei von ihnen töten können. Woraufhin der Prophet sagte, aber sie standen unter Vertrag. Und was bedeutete das jetzt? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er musste nach dem damaligen Gesetz Blutgeld zahlen für diese beiden Männer, die unter Vertrag standen, weil unser Prophet sich immer an die Verträge gehalten hat. Der Stamm von den beiden hat gerade 70 Männer getötet. Und trotzdem sagt der Prophet, von unserer Seite müssen wir uns an die Verträge halten. Was für eine Ehrlichkeit. Unglaublich, oder? Und jetzt verlangt der Prophet sallallahu alaihi wasallam von allen Stämmen in Medina, dass sie sich an diesem Blutgeld beteiligen. Und was macht der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er geht unter anderem zu dem jüdischen Stamm Banu an-Nadir. Und jetzt kommt es zu einem Streit, der dazu führt, dass die Banu Nadir versuchen, den Propheten sallallahu alaihi wasallam in einen Hinterhalt zu locken und ihn umzubringen. Und das ist der Grund dafür, dass die Banu an-Nadir aus Medina vertrieben werden. Wie das konkret vorgefallen ist, das werden wir insha'Allah ta'ala dann nächste Woche besprechen. Heute haben wir also nochmal kurz gefasst, uns mit zwei wichtigen Ereignissen beschäftigt, welche zu den Nachwehen von der Schlacht von Uhud gehören. Einmal das Ereignis von Ar-Rajir, wo 10 Muslime umgebracht wurden in einem Hinterhalt, und das Ereignis von Bi'r Ma'una, dem Brunnen Ma'una, wo 70 Muslime in einen Hinterhalt gelockt wurden und massakriert wurden und regelrecht abgeschlachtet wurden. Ja, diese beiden Ereignisse haben dazu geführt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen ganzen Monat lang Dua gemacht hat. Und dieses zweite Ereignis ist automatisch auch wiederum der Grund für die Vertreibung des Stammes, des jüdischen Stammes Banu an-Nadir aus Medina, damit wir den Überblick nicht verlieren. Wann haben diese beiden Ereignisse stattgefunden, damit wir das auch nicht außer Acht lassen? In welchem Jahr? Im Jahr 4 nach der Hijra. Und zwar ganz konkret im Monat Safar, den zweiten Monat des islamischen Jahres. Doch nochmal insha'Allah ta'ala zum Überblick, damit wir bei all diesen Einzelheiten nicht den Überblick über die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam verlieren.